So, welcome back, ladies and gentlemen. In diesem Video teste ich für euch die 2-in-1 Balea Bart- und Haarpomade. Falls du da draußen meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mein Freund, dann wird es Zeit. Abonnieren und Glocke aktivieren, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Instagram habe ich selbstverständlich auch, dort darfst du mir auch sehr, sehr gerne folgen. Und übrigens, falls du aktuell unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling-Produktes, dann sende mir eine E-Mail an info@daniel-korte.com mit deiner Frisur und ich antworte dir mit 3 passenden Haarstyling-Produkten, die zu deinem Haartyp passen. So Leute, jetzt aber zur Balea Bart- und Haarpomade. Eine 2-in-1 Pomade. Für diejenigen, die mich schon länger kennen und meinen Kanal verfolgen, die wissen ganz genau, was ich von einem 2-in-1 Produkt halte. Nicht! So Leute, wie soll das funktionieren? Ja? Wie soll dieses Produkt für Bart als auch für Haare sein? Das geht doch gar nicht. Dein Bart, ja, hat eine ganz andere Struktur als meine Kopfhaare. Leute, wie zur Hölle soll dieses Produkt funktionieren? Naja, egal. Ich habe mir aber trotzdem die Mühe gemacht und das Produkt für euch getestet und dort hatte ich wieder tatkräftige Unterstützung von dem Altern. Das Produkt kommt in einer schwarzen Plastikdose und es sind 100 Milliliter in dieser Dose enthalten. Und wenn man die Dose aufschraubt, dann kommt einem auch schon die weiß-silbrige Pomade entgegen, die sich sehr, sehr weich anfühlt. Also von der Konsistenz her fühlt es sich eher an wie eine fettige Feuchtigkeitscreme für die Haut. Okay, die Haarpomade verspricht nicht ganz so viel. Es steht nur drauf, egal ob Bart oder Haupthaar, mit der Balea Man Pomade 2-in-1 bleibt alles an seinem Platz. Ja, das kann vieles heißen, aber gut. Übrigens, mit einer Haarpomade möchte man natürlich einen ganz, ganz anderen Look kreieren als mit einem Haarwachs, einem Haarclay oder einem Haargel. Falls dir das nicht bewusst ist, check einfach mal eines meiner letzten Videos ab. Dort erkläre ich, welches Haarstyling-Produkt zu dir passt. So, Altern hat dann 2 Fingerspitzen von der Pomade genommen, in seine Hände verteilt und dann in seine Haare eingearbeitet. Das ging auch relativ einfach von der Hand, weil das Produkt, wie gesagt, sehr, sehr weich ist von der Konsistenz her. Er hat dann noch einen feinen Kamm dazu genommen, um sich diesen gestriegelten Great Gatsby-Look zu verpassen. Und ich muss sagen, das Haarstyling erinnert mich so ein bisschen immer an meinen Opa, weil der hat auch immer genau so seine Haare gestylt. Er hat dann noch ein bisschen Haarspray zum Fixieren drauf gemacht und das kann ich euch an dieser Stelle auch jetzt schon empfehlen. Falls ihr dieses Produkt benutzen solltet, ja, dann auf jeden Fall Haarspray benutzen, weil der halt ist, naja, egal, das ist halt ein 2-in-1 Produkt. Also, das war es auf jeden Fall mit dem Haarstyling und so sah die Frisur da am Ende des Tages von Altern aus. So, kommen wir jetzt zum Rating des Produktes. Als allererstes der Geruch und dann nehme ich nochmal eine kräftige Nase. Das riecht halt ein bisschen nach Kokos, ein bisschen nach Macadamia, nach Shea Butter, weil da auch wahrscheinlich Shea Butter drin ist. Ich bin da halt nicht so ein Fan von Kokos und Co. Aber ich denke mal, eine Vielzahl von euch wird diesen Geruch mögen. Und aus dem Grund gebe ich auch für den Geruch 3 von 5 Punkten, weil ich denke mal, das ist, glaube ich, ganz objektiv und ganz realistisch. Ja. Kommen wir zur Anwendung des Produktes. Die Anwendung war sehr, sehr simpel, weil das Produkt natürlich auch sehr weich ist. Altern hat es einfach an seine Haare verschmiert, nach hinten gekämmt, that's it. Und aus dem Grund gibt es für die Anwendung von mir 3 von 5 Punkten. Allerdings musst du dabei beachten, weil der Halt natürlich nicht so krass ist, kann es mal sein, dass hier und da mal ein Haar rausspringt. Aber gut, das ist halt so. Ich vergebe für die Anwendung 3 von 5 Punkten. Kommen wir zum Halt. Leute, da brauche ich nicht viel zu sagen. Ich habe es eben schon erwähnt, der Halt ist nicht gut. Deshalb gibt es einfach nur 1 von 5 für den Halt, weil einfach gar kein Halt irgendwie vorhanden ist. Kommen wir zur Auswaschbarkeit des Produktes. Man denkt vielleicht, dass es sehr einfach auszuwaschen ist aus den Haaren, weil es halt sehr weich ist, ein ölbasiertes Produkt. Aber nein, Arschkarte. Man muss wirklich Shampoo verwenden, am bestenfalls auch noch Spülung, um das Produkt wirklich vollständig aus den Haaren herauszubekommen. Und deshalb gibt es für die Auswaschbarkeit leider Gottes nur 1 von 5 Punkten. Kommen wir zum Preis des Produktes. Ja Leute, ich weiß gar nicht, was ich da für eine Punktzahl vergeben soll. Das ist einfach ein Billo-Produkt. Ja, das kostet halt nur 2 Euro, da kann man nicht viel von erwarten. 2 Euro für 100 Milliliter für ein schlechtes Produkt. Gebe ich 2,5 Punkte, ja. Egal. So Leute, kommen wir zum Total Ranking. Das Produkt bekommt insgesamt 11 von 25 Punkten. Und ich glaube, das war bis dato das schlecht bewerteste Produkt ever, was ich jemals getestet habe. Und bitte seht es mir nach, ja, aus dem Grund werde ich auch in Zukunft vermutlich nur noch hochwertigere Produkte testen, weil diese Billo-Produkte machen einfach keinen Spaß. Also seht es mir nach,
Falls ihr nochmal ein Billo-Produkt getestet haben wollt, dann schickt mir eine E-Mail, dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Aber überwiegend werden jetzt hochwertige Produkte kommen. Den Link zum Produkt findet ihr natürlich trotzdem in der Infobox, falls ihr das Produkt trotzdem irgendwie mal austesten wollt. Kommen wir zum Fazit. Würde ich das Produkt weiterempfehlen? Nein. Würde ich das Produkt verwenden? Nein. Ich würde es noch nicht mal geschenkt haben wollen. Ja, also das Produkt kannst du wirklich in die Tonne kloppen, das brauchst du einfach nicht. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Support ist kein Mord. Denkt dran, jeder Daumen von euch zählt. Also, ich freue mich über euren Support. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Ich glaube, DM und Balea wird mich jetzt hassen für dieses schlechte Rating. Aber gut, ich erzähle einfach nur die Wahrheit. Leute, macht's gut. Bis dahin. Peace out.